Hallo und ganz herzlich willkommen zu meinem kleinen Reviewchen zur Logitech G305. Nach meiner kleinen YouTube-Pause starte ich wieder frisch ein mit einem kleinen Review zu dieser Wireless-Maus von Logitech oder Logitech. Ja, ganz klassisch Logitech-Style ist die Verpackung schlicht gehalten. Nichts Besonderes, aber natürlich auch in Hinsicht auf den Preis. Aber man kauft ja nicht die Verpackung, sondern die Maus. Also von daher finde ich das alles ganz in Ordnung. Aus der Verpackung gibt es nicht viel. Klopapier im Grunde, die Maus selber, den Adapter, ein Verlängerungskabel für den Wireless-Adapter, was ich nicht verstehe, den habe ich nie gebraucht. Und noch einen Logitech-Sticker, was ich ganz hübsch finde. Und was auch nochmal erwähnenswert ist, es wird eine Batterie mitgeliefert, was ja heute die wenigsten Hersteller machen. Und das finde ich gut. In meinem Review gehe ich vor allem auf Haptik, Handhabung, Verarbeitung und Preis-Leistung ein, da ich denke, dass das die wichtigsten Punkte sind. Und dann werde ich am Ende nochmal ein paar extra Sachen sagen, die in keine dieser Kategorien fallen und deswegen keinen einzigen eigenen Punkt verdient haben. Also, los geht's. Die Verarbeitung ist Logitech-Style gut. Es gibt keine scharfen Kanten, locker sitzenden Teile oder schlecht verarbeiteten Stellen. Allerdings muss ich sagen, dass das Material selber sich nicht besonders hochwertig anfühlt. Es wurde Plastik verbaut, natürlich auch, um das Gewicht zu drücken und auch aufgrund des Preises. Trotzdem habe ich das Gefühl, also man hat nicht das Gefühl, ein wirkliches Premium-Produkt in der Hand zu haben. Muss man jetzt gucken, ob einen das stört. Mich hat es jetzt nicht unbedingt gestört, aber man muss es vielleicht noch im Hinterkopf behalten. Auch muss man sehen, dass die G305 ja sozusagen der kleinere Bruder ist zur G Pro, die auch nochmal einiges mehr kostet. Und Logitech natürlich einen kleinen Unterschied trotzdem noch machen muss irgendwo, sonst würde es ja die Käufer der G Pro ärgern, wenn plötzlich die G305 rauskommt und in jedem Punkt quasi besser ist oder genauso gut. Die Handhabung. Wenn man länger am PC sitzt, möchte man eine gute Maus haben. Da sollte man auch nicht unbedingt sparen, denn vor allem in der Haltung ist es wichtig, dass man eine ergonomische Maus hat, sonst bekommt man schnell mal Handgelenksschmerzen. Mir persönlich hat die Verarbeitung bzw. die Ergonomie der Maus nicht so gut gefallen. Man hat doch eine recht steife Handhaltung, da die Hand praktisch parallel zum Tisch liegt. Das hat bei mir bei längerer Arbeit doch zu unangenehmen Schmerzen am Handgelenk geführt. Da muss natürlich jeder selber gucken, wie er damit klarkommt. Ich muss sagen, ich habe schon Schlechteres erlebt, aber da hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen eine andere Verarbeitung gewünscht. Und muss man natürlich gucken. Wer damit Probleme hat, sollte sich schon vielleicht eine andere Logitech-Maus kaufen. Generell kann man sagen, die Reaktionszeit der Maus ist wirklich top. Alle Knöpfe haben einen sehr guten Druckpunkt und natürlich auch die Akkulaufzeit mit 250 Stunden ist enorm. Das konnte ich jetzt nicht testen, weil wie lange sitzt man am Tag am PC? 6 bis 7 Stunden vielleicht. Dann hat man immer noch 40 Tage Mauslaufzeit mit einer Batterie und das konnte ich jetzt auf die Stunde nicht testen, aber ich denke, dass das schon ganz gut hinkommt tatsächlich. Ja, das mitgelieferte Verlängerungskabel, wie schon gesagt, habe ich nie gebraucht, da der Sender wirklich eine schon ganz gute Reichweite hat. Und ich kann mir vorstellen, wenn man die Maus, den Adapter vielleicht auf der Rückseite des PCs einsteckt und da das Gehäuse oder Bildschirme etc. das Signal blockieren, dass da ein Problem auftreten könnte. Aber ich hatte das Problem nicht. Muss ja jeder selber für sich gucken. Es liegt dabei, also kann es nicht stören. Für so einen doch geringen Preis bekommt man eine wirklich gute Wireless-Maus, wie ich finde. Es gibt einige Punkte, die man vielleicht beachten muss, die jeder selber für sich gucken muss. Und ich finde, Ergonomie ist auch immer eine Geschmackssache. Allerdings denke ich, dass Logitech hier wirklich einen guten Job gemacht hat, auch als Einstiegsmodell für die G Pro. Ja, übrigens noch eine sehr schöne Sache, die Logitech hat, ist die sogenannte Logitech G-Hub-App, wo man verschiedene Profile sich einstellen kann, die Tastenbelegung, Reaktionszeit und so weiter von der Maus einstellen kann. Und das war sehr hilfreich. So kann man sich zum Beispiel verschiedene Befehlsprofile machen, zum Beispiel für Desktop und Internetrecherche, ganz normale Tastenbelegungen. Und ich habe noch ein weiteres Profil für meine Videobearbeitung. Da habe ich zum Beispiel verschiedene Tasten belegt mit Schnitt setzen, löschen etc. rückgängig machen. Da hat man ja immerhin 6 belegbare Tasten, obwohl halt rechts- und linksklick habe ich jetzt nicht unbelegt, aber die restlichen Tasten kann man halt frei belegen. Die übrigens auch, kann man auch frei belegen, aber warum sollte man das machen? Und ja, das ist auf jeden Fall nochmal eine schöne Sache, dass man das so individuell einstellen kann.
alles in allem eine gute Maus, auch für Gamer und Leute, die öfter am PC sitzen. Allerdings würde ich vielleicht, wenn ihr jetzt wirklich längere Office-Arbeit macht, würde ich vielleicht eine MX Vertical oder eine MX Ergo empfehlen, einfach um das Handgelenk ein bisschen zu schützen. Gut. Mit diesem windigen Video und meinem ersten Video nach längerer YouTube-Pause verabschiede ich mich. Hoffe, dass euch das Video gefallen hat und ich euch weiterhelfen konnte und bis zum nächsten Mal. So scheiße windig. Wenn die Windgeräusche zu doll sind, dann raste ich aus. Wenn ich es hört am Ende, dann raste ich sowas von aus. Ich habe nach. Ups. Würde ich vielleicht, wenn ihr jetzt wirklich längere Office-Arbeit macht, eine eine MX windig as fuck, eine MX Vertical oder eine MX Vertical,